Wir haben noch am gleichen Tag ein Flugzeug in die Schweiz genommen. Dort sind wir direkt in die Wohnung von Professor Federkiel gegangen. Er hat Türen aufgemacht und gesagt... Es ist noch alles genau so, wie wo wir gegangen sind. Ja, sogar die angefangene Schachpartie steht noch auf dem Tisch. Die müssen wir sofort fertig spielen. Ja. Wer ist am Zug? Sie. Gut, dann fahre ich mit dem Turm da von A1 auf A5. Und ich mit dem Läufer von F8 auf B4. Und ich mit der Dame... Aber Herr Professor... Das ist meine Dame. Ah, ja, natürlich. Ich muss entschuldigen, glaube ich. Ich bin heute ein bisschen zerstreut. Es gab mir immer eine Melodie im Kopf um. Es war schön, das Madagaskar. Ja, unvergesslich. Erinnern Sie sich noch an Chicho? Ja, und an Kokosmilch. Und wie es uns geschüttelt hat. In dem kleinen Flügerli. Ja. Jeden Tag... Ein Abenteuer. Jede Nacht ein Lagerfeuer. In den Adern Forscherblut. Und im Herz Entdeckermut. Ich denke an Madagaskar, weit fort von daheim. Ich träume von Madagaskar, vom Vogel mit, vom Vogel mit. Vom Vogel mit dem Ei. Wer ist eigentlich dran? Ich? Nein, ich glaube ich, Herr Professor. Nein, glaube ich, jetzt bin ich dran. Oh, ja, stimmt. Von C3 auf E5. Aha, von H4 auf F3.